Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Oh. Hier geht's schon direkt los. Boah, voll weggebrettert, ey. Wir sind bei Fredo Calzone. Und Jean-Luc. Ich bin gleich am Brettern hier auf dem Airfield, Leute. Auf dem Flugbahnhof, den kleineren. ja, es geht hier wieder ab. Bei Scoom. Wir wollen mal gucken, was die kleinen Schlingels hier so treiben. Das mache ich ja mal ganz gerne. Und, ja. Die beiden scheinen ja hier klar zu kommen. ja. Die beiden scheinen gut klar zu kommen. Finden anscheinend auch ein bisschen Loot, ne? Können sich wehren. Ja, und das reicht ja auch schon. So kann man schon mal arbeiten, ne? Auch wenn es jetzt Schrotflinten sind, aber vielleicht klemmt die ja nicht so doll wie bei mir jetzt hier, ne? Guck mal, die sind auch noch aktiviert hier. Also die leben auch noch tatsächlich. Lauf mal rein da. ja, jetzt geht's los. Oh ja. Hält was aus, ne? oh Junge, das ist schon der 5. Treffer, glaube ich, ne? Wahnsinn, oder? Also der braucht jetzt schon 5 oder 6 Schrotschüsse. Das war viel, ey. Freunde, wir sind bei Neos gelandet. Der hängt hier im Busch ab. Mit einer lecker köstlichen M82 mit ganzen 100 Schuss hat er mindestens hier drinnen reingestopft ins Magazin, weil er der Glücksradgewinner war tatsächlich. Und hier ist eine Tankstelle und da sind die anderen Kollegen Kira. Ja, lass mal gucken. Okay, also das Szenario, das ist auf jeden Fall eindeutig. Das ist ein Hinterhalt für irgendjemand, der tanken will. Okay. Jo, wir sind bei den SSQs gelandet, wie man sieht. Wow, ein ganzer Haufen wieder. Was geht hier ab? Da ist schon eine orange Unterhose. Ah, sind schwer beschäftigt, man sieht's. Alles klar, ey. Ja, Mr. Holy Shit, der ist gerade am Trainieren, ihr seht's. so geil, ey. Freunde, wir sind beim PvE-Dorf gelandet. Olgaster trinkt erstmal eine Runde. Das ist sehr gut. Schlabber, schlabber, schlabber. Immer rein damit. Vor allen Dingen, die haben ja das beste Wasser hier, ne? Original Waldwasser. Rack, wem ist im Hintergrund? Und Hagen van der Birdie Boy. Ist hier irgendwo. In der Umkleidekabine oder was? Ja. Das sind sie mal ganz gerne in der Kleiderkammer, ne? Okay, wer heizt hier denn wieder lang? Dax Hammer und wer ist der andere? Bean. Bein. Heizen gerade hier durch die Wälder. Vielleicht müsste er tanken fahren. Na, wem haben wir denn da? Lubob. Der Schlingel, der. Immerhin hat er schon mal eine Pickaxe. Kannst du mal Steine kloppen? Erstmal rumgucken. Hat das Zombie drin oder was? Ah, geil. Ey, das Ding ist ja gar nicht mal schlecht, ey. Ich hätte jetzt gedacht, der wird jetzt voll vermöbelt, ne? Aber er mal kurz instant mit seiner epischen Hacke. Zombie kriegt einen Gong, ey. Sehr gut, dann brauche ich mir ja um Lobob auch keine Sorgen zu machen. Der kommt ja auch zurecht mit seiner Spitzhacke. Der kleine Muck. Ist auch wieder mit dabei. Police Car feiert da. Gerade am Kiste sortieren oder was. Mitten in der Wüste sind wir hier irgendwo, ne? Am Wasser. Am Wasser. Ach, ganz alleine. Keiner hier. Hat er eine Panne gehabt oder was? Und Gas geben. Da fährt der nächste, Leute. Es ist Pibo. Pibo. Pibibibibo. Er fehlt ja jetzt nur noch Vivo, dein Gegenpart. Pibo und Vivo. Ich glaube, die beiden haben gar nichts so miteinander zu tun, aber irgendwie vom Namen her. Pibo und da Vivo. Könnte das so ein Team sein, ne? Holy shit.
Tankstelle. Tankstellen sind immer geil. Hier ist immer Action. Zocker, Junge. Und? Hui. Na, Luna zusammen. Die beiden als Team wieder. Hey. Sie werden von einer Zombie-Horde angegriffen hier. Schwer zu treffen anscheinend, ne? Wenn man so raushängt da. Sprengzombie scheint hier nicht zu sein. Oder die haben den schon weggeballert. Wie er immer rausguckt aus dem Fenster wieder rein, ne? Das sieht aus. Synchron aussteigen. Ah, hier sind sie noch, siehst du. Brachiale Gewalt. Von der Luna. Hier ist eine Tür auf, Leute. Da ist ein Zombie. Ja, leider kein Sprengzombie. Die sorgen immer für Stimmung, Nicht wahr? Ja, aber die haben Glück. Hier ist eine Tankstelle unbewacht. Diesmal. Wir konnten in Ruhe tanken. Die Tankstelle ist komplett leer, Leute. Empty, aus die Maus. Kommen sie später wieder. Und der Zombie, halt, sie haben nicht bezahlt. Musst du schnell, Voll der Speedhack-Zombie, Alter. Das sieht aus, ne? Ja, noch einer. Ja, wir sind bei dem Heidele gelandet. Heidele. Scheint eine große Stadt zu sein. Definitiv. Ja, ziemlich ruhig hier, ne? Ah, er hat die ganze Stadt für sich alleine. Gönn dir, Junge. Lacker und Fogo. Normalerweise sind doch immer Lacker und Loco zusammen, oder nicht? Die beiden Elts. Die Lokos und Lackers. Gerade am Tanken. Oh, hier ist ja noch proppe voll, wa? Gönnt euch. Er sichert die Tankstelle nach hinten. Sehr gut. Ja, immer sind alle Kanister hier voll. Locke ist im Hintergrund, Leute. Toxic auch. Ziemlich weit weg, ne? Kempker, Junge! Was machen die denn hier ganz? Sniper die da ganz hin, oder was? Ja, doch. So kann ganz schön gut gucken damit, mit dem Teil, ne? Aber die Position von denen hier... Das ist Toxic, guckt auch so dahin. Und der Kemker, der ist ja ganz weit hinten. Hier ist das Auto. Zap, einsteigen und weg geht's. Heute ist Tankstellentag. Ey, hier geht's die ganze Zeit ab an Tankstellen. Ne? Entweder da lauern überall Leute oder es sind irgendwie hier gerade am Tanken. Die, die am Tanken sind, haben meistens keinen, der da auf die lauert, ne? Voll getankt. Aber Benny hat ein Set an, ne? Komplett. Graues Set. Leer gelutscht hier alles. Und weiter geht's. Let's go. Mit Darkshammer zusammen, Leute. Durch die Prärie von Scoom. Weg scheint soweit frei zu sein. Oha, Leute. Pibo ist auf dem Weg zu dem Container da drüben. Zu dem Container, ne? Zu dem Cargo-Drop. Und jetzt wird er angegriffen. Das ist mal ärgerlich, ne? Er will ja auch leise sein. Schnauze voll, wa? Ich kenne das nur zu gut. Schnauze voll und dann, jetzt rotzt er raus. Ja, das Ding ist halt, die kriegen so viel Damage auch, dass du nicht ewig kämpfen kannst, ne? Und wegen der Ausdauer, dann ist auch kacke. Ja, machst du Lärm, ne? Oder behältst du deine Energie? Da kann man sich dann entscheiden, ne? Ärgerlich. Aber Pibu hat Glück. Pibuchen. Pibuline. hier, ich sehe jetzt im Moment keinen. Hat vielleicht keiner gehört, deine Ballerei da. Oh, hier sind aber viele Zombies, Alter. Ein ganzer Schwarm ist hier noch. Guck mal, da überall. Hier sind überall welche. Da hinten sind noch welche. Aber was ist das denn für ein Cargo? Der ist ja mitten.
mitten auf die Straße gelandet. Ich habe irgendwie Synchronisationsfehler oder sowas, ne? Ist mir in der letzten Folge schon aufgefallen, dass die Einschüsse, die Grafik irgendwie, die war nicht da, wo sie sein sollte. Das ist ja echt merkwürdig. Aber vielleicht ist es jetzt nur bei mir so. Also das, was ich so sehe, das muss bei euch nicht sein. Das habe ich auch schon festgestellt. Und die Zündlunte, Alter, ich kann die voll drehen, Alter. Das ist auch nicht normal, ne? Meine magischen Kräfte. Da kommt noch ein Zombie. Guck mal, ey, das sind echt viele hier. 3, 4, 5, 6, 7. Das ist eine Menge. 8, da ist noch einer. 9. Ja, zieh die mal alle zusammen. Hui. Hui. Ja, platt gefahren, das klappt. Schnauze voll, ne? Der ist aber... Also so ein Cargo habe ich aber auch noch nicht gekriegt, ne? Der mitten auf der Straße quasi landet, ey. Aber der ist ja wirklich gut bewacht von den Zombies, ne? Meine Güte. Ja, da kommt schon die Nächsten. Jetzt fehlt nur noch so ein Pieper, ey. Oh mein Gott, da kommt Kempka. Ja, das ist... Cargo, ne? Ist immer kritisch. Ja, jetzt hat das nämlich so lange gedauert, ey, diese Zombies platt zu machen, Leute. Dass jetzt natürlich genug andere Spieler auch Zeit hatten, herzukommen, ne? Und Kempka ist jetzt der Erste. Ich weiß, die gehören die zusammen, oder was? Ach, der ist in Orange. Was ist das denn? Holy shit. Winke, winke, ich bin's, Orange Man. Läuft er hier in Orange lang, Leute. Ist unglaublich. Pibu gönnt sich erstmal. Ich muss dann weiter meine Leiche finden. Er denkt auch gerade, da hätte ich ja noch was mitnehmen können für unterwegs. Das geht kratzt am Lack, hat er ja schon genug. Schnauze voll. Ist noch zu weit weg. Mups. Und Rekordreiber. Ja, schöne Aussicht, ne? Die Kanonen, die sind schon geil, aber ich hätte es besser gefunden, wenn da mal welche funktionieren würden. Oh, hier, und dann kannst du ein Cargo abschießen. Ja, das wäre auch geil, ne? Da fällt schon der nächste runter. Ja, und dann fliegen hier so Supporter-Flugzeuge lang, die man halt abschießen kann. Also extra zu den Cargos vielleicht noch, ne? Das würde doch geil sein, ne? Scoom-Entwickler, macht mal. Erfüllt mal meine Wünsche hier. Was ist hier jetzt los mit dem Rekord-Driver? Gerade leer gelutscht im Bunker hier, oder was das ist? Und er, der Mopsi, der, ja, der genießt halt die Aussicht, ne? Ich meine, das sieht ja auch gut aus. Mopsi. Wie sieht's da vorne aus? Keine Kugel drin, aber. Boah, ist das laut. Bounder. Ist unterwegs mit einem Quad. Sieht aber aus, wie die da drauf sitzen, die Leute, ey. Man. Schön am Heizen. Irgendwo eine Wüste ist er, glaube ich, wa? Fahr mal tanken. Tankstellen sind immer gefährlicher hier mittlerweile, ey. Ja, so Quatsch zu haben, ist das schon lustig, aber... Ja, was soll ich dazu sagen, ne? So oft, wie ich gestorben bin, wo ich einen Quad hatte, Alter. Das habe ich ohne Quad nicht hingekriegt. Und Kira hat hier den magischen Würfel neben sich. Das sind die Borg. Die Borg-Würfel, die sind jetzt neu im Spiel. Wahnsinn, ne? Also das sind auch immer wieder komische neue Sachen hier bei Scoom, ey.
Vor allem von heute auf morgen. Es gab ja noch nicht mal ein Patch oder irgendwie sowas, ne? Das ist ja irgendwie einfach so auf einmal. Sag mal, habt ihr das auch manchmal so einen Scheiß hier oder was? Also heute stimmt die Grafik bei mir, glaube ich, nicht so hundertprozentig. Ey. Verrückt. Ja, Tankstelle, war klar. Pibo gönnt sich erstmal mit Neos zusammen. Die anderen beiden schieben Wache. Holy shit, jetzt geht's los. Da ist die Horde SSQs und da links ist der Bauen da. Ich weiß nicht, die sind doch bestimmt Feinde, oder? Oh, guck mal, ihr Glück, das kriegen die gar nicht mit. Da unten fährt der Kleine. Oder? Holy shit. Oh nein, da kommt ein Zombie. Kein Sprengzombie, hat Glück gehabt. Oh, da schießt jemand. Ach so, das ist, ja, die sind da hinten ganz. Zombies, ne? Ja, Zombies. Ey, da könnt ihr mal sehen, wie dicht ihr aneinander seid, Alter. Ja, fährt er da hoch? Vielleicht hat er die gehört. Aber mit einem Quad ist immer riskant, ne? Die könnte ich ja da schnell weglanzen, ey. Mal eben kurz von der Straße schubsen. Er haut lieber ab. Besser ist. Ja, Freunde, da haben wir jetzt endlich mal gesehen, wie dicht die doch aneinander sein können, ne? Und trotzdem sieht man sich nicht. Das ist unglaublich, ne? Aber der Baum da, der hat es, glaube ich, gemerkt, ne? Der ist ja nochmal hier hochgefahren und hat geguckt. Hö, da war doch was. Ha. Ja, vielleicht haben die anderen den ja auch gehört. Ich weiß es jetzt auch nicht, ne? Oh, 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 jetzt geht's los. Neos und Kizuka, das Bauen da. Ah, die beiden ärgern sich gerade. Ey, wie geil ist das denn? Der mit seinem Quad hier, ne? Der kommt überall bei allen Sniperplätzen, fährt auf einmal hier so lang und macht die Trupps wild, ne? Und merkt das selber gar nicht. Ah, zu spät. Drei Stunden gewartet im Wald und der fährt hier einfach dran vorbei. Das ist aber ulkig, ne? Dass er genau da immer so lang heizt, ne? Wo die anderen, wo die Leute gerade so campen, ne? Und das so, alles schön. Aber gut, die SSQs hat er, glaube ich, schon mitgekriegt, ne? Freunde, wir sind bei Part 4 gelandet. Ganz alleine, bist du nicht bei deinem Trupp? Was ist denn hier los? Ah, Loot-Tour, ne? Jo, Loot-Tour. Komm, hier ist super Kleber. Zombie mault hier auch schon wieder rum. Ja, heute ist sowieso so ein Tag, ne? Ich hatte eben schon zweimal diesen Fatal Error und es haben auch in Discord auch schon welche geschrieben, dass die rausgekickt werden und weiß nicht, dass das leckt und sowas. Also da ist auch hier der Irrengehäusle hat irgendwie was geschrieben, von wegen, dass da irgendwie was bekannt ist, dass da echt Serverprobleme schon wieder sind bei beiden. G-Portal und Nitrado halt. Na, dass das da voll irgendwie ein bisschen hängt und rumspackt, ne? Also wir kicken da keinen oder sowas, das liegt irgendwie jetzt an der Verbindung im Moment und deswegen spinnt vielleicht auch meine Grafik oder Synchronisation so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ne? Das ist ja wirklich so. Ich glaube, die Synchro, die spinnt im Moment so ein bisschen. Naja, gut, Freunde, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann, bis dann.